Zum ersten Mal vor 20 Jahren verkauft und mittlerweile schon in der 5. Konsolengeneration. So alt ist sie schon, unsere liebe PlayStation. Deshalb kommen jetzt unsere Top-Hintergrund-Facts zu Sonys Spielestationen. Auf Platz 5, die Anfänge. Die PlayStation sollte ursprünglich in Kooperation mit Nintendo entstehen und war als CD-Add-on für das SNES gedacht. Nintendo ließ das Projekt dann aber sausen, Sony versuchte es dann weiterhin bei Sega, auch die hatten nicht wirklich Bock. Was hat Sony dann gemacht? Nun ja, man weiß es ja, sie haben ihre Konsole eigenständig auf den Markt gebracht. Dafür war es dann aber die erste Konsole, die über 100 Millionen Einheiten verkaufte. Und das war damals mehr als die Xbox, der GameCube und der N64 zusammengenommen. Und wenn wir schon von großen Zahlen reden, es wurden insgesamt 2418 Spiele für die erste PlayStation veröffentlicht. Und das war damals auch mehr als die Spiele vom NES, Super Nintendo und N64 zusammengenommen. Platz Nummer 4, Raritäten. Wenn ihr eine wirklich, 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 wirklich limitierte PlayStation bekommen wollt, dann müsst ihr nur eins machen: euch in Kaz Hirai verwandeln. Tada! Der hat für seine langjährige Arbeit bei Sony Computer Entertainment eine ganz individuelle PS3 geschenkt bekommen, in der das Innenleben nach außen verlagert wurde. Kaz Hirai ist übrigens mittlerweile der Sony-Chef schlechthin, also der Geschäftsführer. Und ich frage mich, wie er wohl seine PS3 bei sich daheim so ausstellt. Eines der wohl seltensten Spieleschätze für die PlayStation ist das Elemental Gearbox Assassin's Case, das es 1998 nur auf der E3 gab und das auf 50 Stück limitiert ist. Einige wurden an die Presse vergeben und dann gab es während der E3 noch zwei Wettbewerbe, auf der man die Raritäten abgreifen konnte. Der Koffer enthält das Spiel Elemental Gearballs, eine mit Gold überzogene GunCon, eine PS1 Memory Card und noch ein Glückwunschschreiben der Entwickler. Mit ca. 3.000 Euro ist das die teuerste Limited Edition, die ich zumindest finden konnte. Falls ihr irgendwelche Spiele-Raritäten kennt, die genauso teuer sind oder sogar teurer, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Auf Platz Nummer 3, Maskottchen. Darf ich vorstellen? Polygon Man! Nein, das ist kein böser Imperator, der die Menschheit unterdrücken will, auch wenn er ein wenig so aussieht. Das ist das erste PlayStation-Maskottchen, das in Werbevideos vor dem PlayStation-Launch zu sehen war. Doch der ehemalige Sony-CEO Ken Kutaragi fand das Design nicht so toll und deswegen wurde Polygon Man abgesägt. Doch ganz umsonst war die Arbeit dann doch nicht. Poli, der alte Spitzkopf, hat dann doch noch einen Auftritt bekommen und zwar 2012 im Spiel PlayStation All-Star Battle Royale als Endboss. In Japan hat es übrigens die Katze Toro als Maskottchen geschafft. Leider schaffte es Toro außer in ein paar Spielen wie Street Fighter X Tekken für die Vita oder dem eben genannten All-Star Battle Royale nicht über die Staatsgrenze. Apropos Maskottchen, um die Leistungsstärke von Konsolen oder auch Engines zu zeigen, nutzen viele gerne Gesichter, die live gerendert werden. Sony hingegen bedient sich Badeenten, die sie auf Wasser hin und her schwappen lassen. Das quietschgelbe Tech-Maskottchen war übrigens als Easter Egg in Metal Gear Solid 2 zu sehen und bekam im Jahr 2007 mit Super Rub a Dub sogar ein eigenes Spiel. Platz 2: Knöpfe sind nicht nur Knöpfe. PlayStation-Spieler kennen sie alle. Die Knöpfe auf dem PS-Controller. Da haben wir das Dreieck, den Kreis, das Viereck und die X-Taste. Das sind aber einfach nicht nur random ausgewählte Designknöpfe. Dahinter steckt tatsächlich eine Geschichte. Das Viereck steht für eine Landkarte, Dokument oder Menü. Das Dreieck steht für den Kopf des Spielers bzw. für die Perspektive oder die Richtung der Spielfigur. Und beim Kreis und dem X wird es ganz einfach. Es ist den japanischen Symbolen angelehnt und der Kreis steht daher für Ja und das X für Nein. Bei uns in den westlichen Gefilden kennt man das X eher als Bestätigung. Deswegen sind bei uns die Funktionen umgekehrt. Und wir brechen mit Kreis ab und bestätigen mit X. Auf Platz 1 für die Wissenschaft. Man meint ja, dass Wissenschaftler mit irgendwelchen Supercomputern arbeiten würden, die unsere Tech-Träume sprengen. Doch die University von Alabama braucht dafür nur eins: PlayStation. Und zwar genau 16 Konsolen, mit denen sie zusammen die Vibrationen von rotierenden schwarzen Löchern berechnen. Dass sich die Forschungsleiter für die PlayStations entschieden haben, hatte auch einen einfachen Grund. Mit den insgesamt 6.000 US-Dollar kam die Uni weitaus günstiger weg als mit einem Supercomputer, der eine vergleichbare Leistung abgeliefert hätte. Ein absolut herausragendes Projekt fand ich allerdings die Aktion Cure at PS3.
Das von der Stanford University initiierte Projekt Folding at Home verband hunderttausende PCs weltweit, um aufwendige Molekularsimulationen zu berechnen, um damit Alzheimer und bestimmte Krebsarten zu erforschen. Und da der Zellprozessor der PS dafür besonders gut geeignet war, unterstützte Sony das Projekt mit einer Firmware und jeder PlayStation 3-Besitzer konnte sich daran beteiligen. Und zusammen mit über einer 500.000 PlayStations hat das Netzwerk eine Rechenleistung von über 1 Teraflop überschritten und schaffte es damit als leistungsstärkstes Rechnernetzwerk ins Guinness-Buch der Rekorde. Klar ist natürlich, dass Sony PR-technisch davon auch profitiert. Aber es lag ja eigentlich auch an den Spielern selbst, sich daran zu beteiligen. Und deswegen fand ich diese Aktion richtig gut und von mir gibt es einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr Facts sehen wollt, zum Beispiel zu Nintendo oder Adrians wedelnde Arme feiert, dann lasst uns auch einen Daumen da. Macht's gut!